Also, guten Morgen. Willkommen auf Tuxtage an Sonntag. Ich bin hier, so, ich bin der Hans, ich bin Informatiker in den USA. Wir stellen ein, wenn ihr dann irgendwelches bei Rackspace suchen wollt, da könnt ihr da sehen. Ich wollte auch für die Star Wars Freaks unter uns, Happy Live Day, das war auch heute, aber nicht mehr bei euch. Und dann, ups, es war auch Ehrenschwarztag. Wir sprechen heute um Privatsphäre und Ehren hat dann viel in der Region gemacht. Die haben ein Live Day mit Gesprächen und alles. Ist jetzt für euch vorbei. Ist am Ende des Tages bei mir. So. Also. Ich wurde oft gefragt, wo kann man mich später finden? Ich komme im Februar bei Geek Beacon Fest. So. Aber ich wollte zuerst anfangen mit: Ich bin kein Rechtsanwalt. Und ausdrücklich, ich bin dein Rechtsanwalt nicht. Wenn du irgendwelche Rechtsberatung brauchst, setz dich bitte in Verbindung mit deinem eigenen Rechtsanwalt. Ich glaube, ich sage nichts, das dann schlecht ist heute, aber die Gesetze und die Regeln sind ein bisschen anders in Europa und die wechseln sich jetzt zum Teil durch den GDPR. Somit der GDPR ist unser Begriff auf unsere eigene Datei verbessert oder euer Begriff eher als mein, weil ich nicht in Europa bin. Es soll weniger von unseren Dateien, persönliche Infos in der Firmen gespeichert. Es heißt aber nicht, dass die Firmen plötzlich bessere Sicherheit haben. Ich habe ein paar Beispiele, wo wir da eine Schwierigkeit gehabt haben. So Spectre Meltdown, das ist bei der Hardware. Fritz, Heartbleed, das ist bei uns, das ist freie Software. Apple, sowas. LinkedIn noch dreimal. Und wir haben auch so spezifische Leute. So Matt Hönen kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber wir kommen dazu. Jennifer Lawrence, Kate Upton, Rihanna, ihr könnt das selber angucken. So, was ist die wahre Risiko von unseren Privatdateien? Und das hat Matt Hönen gelernt. So, der hat einen kurzen Twitter-Handle, Matt, M-A-T oder irgendwas gehabt, hat noch. Und es waren ein paar Burschen, die meinten, es würde Spaß machen, ihm das, sein Twitter-Konto zu stehlen, dass die irgendwas Blödes posten konnten. Ja? Und dazu haben die bei seinem Apple-Konto eingebrochen, bei seinem Google-Konto eingebrochen, bei sämtlichen anderen Kontos eingebrochen. Und der hatte nachher gedacht, die hätten seine E-Mail benutzen können, um seine ganze Bankdateien zu sehen. Und die hatten auch dann andere seiner Freunde als ihn von seiner E-Mail-Anschrift schreiben können, um die Social bei seiner Freunde auch Social Engineering zu machen. Das haben die glücklicherweise nicht gemacht, so meint er. Aber das war immerhin nicht die wahre Risiko für ihn. Die wahre Risiko ist, die zwei wollten einfach bei ihm einbrechen und ein bisschen Spaß machen. Ja? Aber als die das gemacht hat, hat einer die Idee gehabt, wir sollen seine ganzen Dateien löschen. So, die haben seine Datei bei Apple gelöscht, aber wenn die das gemacht hat, hat seine Geräte das auch gemacht. Das heißt, es wurde bei seinem Handy und die Handy von seiner Frau und auch seinen Laptop auch die ganze Datei, die ganze Bilder von seinen Kindern gelöscht. Und der hätte die fast verloren. Einer von seinen Rechner war nicht angeschaltet. Und so es hat dort nicht alles gelöscht. Und weil der Reporter bei Wired war, konnte der Hilfe bei Google und Apple bekommen, was wir normale Menschen nicht bekommen können. So, die haben am Ende auch geholfen, seine ganze Datei wieder zu herstellen. Aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht. Ja? So, das ist, was wichtig ist. Ja, was wir wichtig behalten. So, das andere ist Dateien. Wie viele Dateien gibt es? So, als ich das Vortrag vor der Pandemie in Ohio gegeben habe, das damals auf Englisch,
habe ich dann ein Freakonomics-Podcast zugehört. Und die meinten damals, in 2019, dass 90% aller bekannten Dateien der Welt wurde in den letzten 2 Jahren gesammelt. So, von 2017 bis 2019 wurde 90% aller bekannten Dateien gesammelt. Wir haben jetzt mehr. So es ist, es wird immer etwa eine höhere Prozent. So unsere Handys und unsere Autos und unsere, was weiß ich, alles sammelt viel Dateien um uns. Große Firmen, die Wolkenanbieter, wissen mehr um uns, als wir uns selber kennen, also wissen. So, das ist, was wir schützen. So, ganz wichtig zuerst, ich spreche heute um Passwortmanager und die Sachen, die wir machen können. Aber das Erste, Patchen. Soll ich neue Sicherheitspatchen installieren und nur von vertraulichen Softwarequellen. Aber das haben wir. Ja, wir haben Linux-Distros, wir können es direkt von der Distro bekommen. Wir können sichere Software bekommen. Wir müssen es nicht sagen, irgendwo auf dem Internet runterstellen. Und ich will auch ein Verschlüsselungsbeispiel. So, ich werde schon ein paar Mal um Verschlüsselung besprechen. Und man kennt es wahrscheinlich. Ich würde annehmen, aber ich will es doch ein bisschen erklären. So, wenn ich eine Postkarte durch die Post schicke, kann jeder sehen, was auf der Postkarte ist. Die können das Bild sehen, wenn es ein Bild auf der Vorderseite. Und wenn ich irgendwas geschrieben habe, können die das auch sehen. Ja? Und es gibt viele Leute, die das sehen können. Wenn wir das als Internet anschauen, da gibt es viele Leute, die die Packets bei der Router sehen können, ISP und so weiter. So es gibt viele Leute, die unsere Packets sehen können. Auch ohne irgendwas viel machen zu müssen. Aber wir können das verschlüsseln, indem wir nehmen die Postkarte, wir verschlüsseln, das heißt, wir stecken es so etwa in einen Briefumschlag und da kann man nicht mehr sehen, was drin ist. Ja? Und je nachdem, wie gut der Briefumschlag ist, je nachdem, wie gut seine Verschlüsselung ist, wird es besser geschützt. Ja, so wenn ich dann schlechte Krypto benutze, so ROT13, wenn man es noch kennt, das ist nicht gut verschlüsselt. Aber wenn ich das mit HTTPS und TLS oder mit SSH verschlüssel, das ist besser verschlüsselt. Und wenn man es verschlüsselt hat, kann man das schicken und keiner weiß, die wissen, dass Datei geschickt wurde, aber die wissen nicht, was für Datei geschickt wurden. Zum Beispiel, ich habe ein anderes Pepper and Carrot Postkarte dann in meinen Briefumschlag geschickt. So, die sind beide Pepper and Carrot Postkarten und es gibt auch Pepper and Carrot bei der Spieldings. So, das war schön zu sehen. Also, wann soll man Verschlüsselung benutzen? Jedes Mal, immer. HTTPS Everywhere von AFF hilft. Und man wird es wird bei Firefox ein bisschen nicht mehr nötig, denn die bauen das endlich ein, sodass Firefox endlich auch HTTPS verwendet, wenn HTTPS verwendbar ist. So. Also was soll man verschlüsseln? Alles. So, so Bescheinigungen, das sehen wir, so Passwort oder Passphrase. Persönliche Informationen, so Name, Anschrift, Telefonnummer, Schuhgröße, was hältst du für privat? Wäre es dir egal, dass andere Leute wissen deine Telefonnummer, verschlüsseln es nicht. Ja? Wenn es mir aber wichtig ist, dass mein Schuhgröße nicht bekannt wird, auf irgendwelchen Grund, dann will ich das verschlüsseln. Und Acht auf Password Bleedover. Und das ist, wenn man das gleiche Passwort bei vielen Domänen benutzt. Das machen immer noch viele Leute. Bitte. Tu das nicht. Ein Passwort bei einem Domain, bei einem Anbieter, bei einem Konto nicht wieder benutzen. Und dann heute im Internet, Einbrechungen können schnell zu Einbruch bei anderen Dienstanbietern leiten. Das heißt, wenn einer deiner Passwort hat, kann er so schnell wie möglich, sehr schnell alle Banken in der Welt probieren. Ja? So,
man musste für die Einbrecher musste dann für viel Zeit nehmen, um das zu benutzen. Heutzutage nicht. So, einzigartige Passwörter bei jeder Dienstanbieter wieder. Okay. So, Bescheinigungen für Zugang, die sind nicht nur Nutzername und Kennwörter. Die können auch so Benutzername, oft E-Mail-Anschrift, Passwort, Sicherheitsfragen antworten. Das hat diese Branche benutzt bei Matt Honan, bei seinem Konto einzubrechen. Multifactor Authentication, MFA. Körperteile kann man heutzutage benutzen. Es gibt ein paar andere Sachen, wir kommen dazu. Und einzigartige Bescheinigungen soll man aber bei jeder Stück soll man das Einzigartige haben. Nicht nur das Passwort, sondern auch das E-Mail-Anschrift, sondern auch die Benutzername und alles. Ja? So, es gibt gewisse Einschränkungen ich spreche ein bisschen dazu. Right. Zuerst Random Strings, zufallsbedingt Zeichenketten. So, das ist ein unkennbarer Zeichensalat. Je länger und zufälliger, desto besser. Ja? Benutze alphabetische Buchstaben, Nummern, Satzzeichen, wenn man kann. Acht auf, es gibt bei manchen Anbietern, die erlauben welches nicht. Das kann man dann plus vielleicht nicht im E-Mail-Anschrift benutzen oder die erlauben kein Klammeraffe und Passwörter. Man muss das einfach probieren und lernen, was die machen. Es gibt Doc Standards, so wenigstens 1000, würde ich denken. Auch acht bei Unterstrichen und Ergänzungsstrich, die sehen zu nah aus, für mich wenigstens. Leertasten, Tabulator, das gleiche. Und hier ist ein Kettensbeispiel, wie meine einfach Blödsinn. Das ist das Beste. Ja, einfach Blödsinn. Wortsalat ist ähnlich, aber es ist viele Wörter. Anstatt dann Zeichen können wir Worte benutzen. Wieder je länger und zufälliger, desto besser. Ja? Wenn man kann, das kann man in Europa. Ich wohne jetzt hier in den USA. Wir sind glücklich, wenn die eine Sprache können. Aber in Europa lernt man viele Sprachen und dann kann man Worte aus mehreren Sprachen benutzen. Man kann auch Deklination und Konjugation benutzen. Großbuchstaben im Wort benutzen. So nicht das normale deutsche Großbuchstaben, sondern woanders im Wort. Ja? Zufällige Zackzeichen. So zwischen die Worte, anstatt Wort, Leertaste, Wort, Leertaste, Wort, Leertaste, sowas. Wort plus, Wort, Punkt und sowas. Das hilft dann wieder Randomness einzuschreiben. Es gibt hier ein Beispiel, ich benutze mehrere Sprachen, große Buchstaben und ihr kennt wahrscheinlich diese XKCD-Beispiel, Crackberry Horse Staple, ich zeige das später. So, du guckst das alles an und denkst, Mann, Hans, das ist auch viel zu viel, ich kann das nicht alles auswendig lernen. Und es ist nicht mal so interessant wie Corner de Goglocks. Aber dank SUSE, vor 20 Jahren, 30 Jahren, können wir wenigstens die Corner de Goglocks auf Deutsch bekommen. Aber immerhin. So, dazu empfehle ich Passwortmanager, Passwortverwalter. So, die können die Bescheinigungsinfos sicher speichern. Und die sind eigentlich sehr einfach zu benutzen. So. Es gibt gewisse Passwortverwalter-Anforderungen, die ich empfehle. Zuerst freie Software. Wenn es Sicherheitssoftware ist, aber nicht freie Software ist, dann haben wir keine große Glauben, dass es wirklich sicher ist. Und wir können es nicht anschauen. Es soll auch verborgene Passwörter haben, so Stern, 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 anstatt 102 für die Leute, die das erkennen. Lokal verschlüsselt, das heißt auf deinem Rechner verschlüsselt, nicht auf dem Cloud irgendwo verschlüsselt, sondern direkt auf deinem Rechner. Und wenn es irgendwas auf dem Cloud gespeichert wird, ist nur die verschlüsselte Datei, nicht die Clear Text Datei. Operating System unabhängig,
dass man so, ich benutze schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich nur Linux, aber vielleicht würde ich dann morgen BSD wieder probieren. Dann will ich das dann wieder auf meine BSD haben oder vielleicht auf meine Handy. So, das ist gut, wenn die Akten dann woanders benutzen können. Wenn es ein Dienst ist, ein Webdienst, das ist ein bisschen einfacher. Ich empfehle aber eine lokale gespeicherte Akte, so lokale Dateien. Dateienfreisetzung heißt, dass du deine Dateien aus dem Dienst bekommen kann. So, falls es dann irgendwas, falls du willst, dann ich sag's, okay, ich habe genügend mit dieser Dienstanbieter, ich will was anderes, aber ohne das alles einzeln copy and paste machen zu müssen, ja. Man das soll die Dateien wieder bekommen können als Klartext und dann woanders einzuspielen. Und soll die Zwischenspeicher automatisch lösen. Das heißt, wenn ich dann Copy-Paste mache, dass das Copy in der Zwischenspeicher gelöst wird, ohne dass ich dann mich daran erinnern muss, um das zu lösen. Und das geht es bei normalerweise eigentlich, fast alle machen das, normalerweise 30 Sekunden irgendwas. Und ich habe hier eine lange, lange Zeit kein Passwortmanager benutzt, weil das habe ich nicht gesehen. Ich habe dann GPG verschlüsselt und das alles selber gemacht. Aber Passwortmanager ist viel besser und einfacher und eigentlich sicherer, als was ich dann selber gemacht habe. Einfache Kopieren, Einfügen, so das Copy-Paste soll einfach sein. Konfigurierbare Passwortgenerator, dass man das länger haben kann oder kurzer oder mehr oder Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, sowas. Und ich finde, es ist wichtig, Notizen machen zu können. So, wenn es dieser Dienstanbieter ist, wo ich dann keine Klammeraffe benutzen darf, soll ich das dann als Notiz machen, dass ich dann versuche, nicht versuche bei dem Passwort wechseln, bei der nächsten Klammeraffe zu benutzen. So, und dann Bonusrollen, so andere Sachen, die ich finde, die sind empfehlungswert. Aber die sind nicht, man muss das nicht haben. Es ist aber super, wenn man das bekommen kann. So, lesbare und sprechbare Passwortgeneration. Ich beschreibe es später. Zufallsbedingt Wortgeneration, so diese Wortsalat. Sprachhinweise für die lesbare und sprechbare Passwortgeneration. Und dann zufallsbedingte Zeichenkettengeneration oder Wortsalat. Immer zugriffbar. Das heißt, nicht nur bei, als ich dann ein Passwort mache, aber sondern wo, ist egal wann, ich will jetzt random string, gib's mir. und dann Dateien exportieren mit Sync. Und das benutze ich zum Beispiel für mein Handy, falls ich doch irgendwann wieder verreisen kann. Also vielleicht, es soll am Ende irgendwann die Pandemie zu Ende kommen, ja. Aber auf meinem Handy brauche ich nicht alle meine Passworte. Ich brauche nur bestimmte, als ich mich verreise. Und es wäre schön, wenn mein Passwortmanager dann nur die 7 Passworte exportiert und dann Sync macht, falls ich die dann doch irgendwann geändert habe. So, meine Empfehlungen sind auf GNU, Linux, BSD, empfehle ich KeyPass XC. So, KeyPass X war schon eine sehr gute Passwortmanager. Es war aber eine kleine Gruppe, die das betreut haben, das gemacht haben. Und das KeyPass XC ist KeyPass X Community. Und es gibt mehr Leute, die daran arbeiten. Und die haben das weiterentwickelt und eigentlich wirklich viel verbessert. Aber alle beide funktionieren. Das XC hat dann gewisse Vorteile. Auf dem Web wähle ich Bitwarden oder Nextcloud. So Bitwarden, ich habe Angst jetzt, ich habe die License gelesen, ich glaube, die sind vielleicht doch Open Core anstatt wirklich Open Source, aber bin mir nicht ganz sicher. Und wenn Nextcloud hat einen eingebauten Password Manager und dann noch 2 dazu, so man kann da verschiedene probieren. Bei Android, KeyPass Droid, es gibt sämtliche viele bei ich soll es hier schreiben, dass ich das nie vergessen. F-Droid. Der F-Droid Repo gibt es viele KeyPass X Password Manager. Und wenn man auf andere Betriebssysteme ist,
kann man das Original KeePass benutzen. Und ich will auch mich bei der Entwickler von KeePass bedanken. Der hat das vor 10 oder 15 Jahren angefangen und das erst für Windows gemacht. Und dann hat irgendjemand gesehen und meinte, hey, das ist gut, aber ich will es auf Linux. Und der hat dann KeePass X gemacht. So, das, was ich benutze, hat dieser auf Windows angefangen. Und obwohl ich das nie benutzt habe, ich bin bei ihm bedankbar, weil ich das benutze es täglich, mehr wie täglich, ja, für das KeePass X. So, hier ist ein Beispiel so von KeePass X, um ein neue Datenbank zu erstellen. Aber es ist hier wichtig, denn man hat ein Passwort und das gibt Zugang. Wenn man das Passwort und die Akte hat, die Datei hat, gibt es man Zugang auf alle anderen Passwörter. Ja? So hard crunchy outer, aber in a soft inner shell. Ja? So, das Passwort muss gut sein und es ist ganz wichtig, keep it secret. Keep it safe. Das ist ein Passwort, um alles zu schützen. Und hier soll ich sagen, meine Freunde geben mir was, weil oft auf meine englischen Vorträgen kommen Beispiele auf Deutsch. Und diesmal ist es umgekehrt, da gibt es das Beispiel auf Englisch. So, XKCD, ich habe früher darüber gesprochen. Das ist wichtig. Es gibt auch ein XKCD Explained. Also wenn man es hier den Zeichen nicht wirklich verstanden hat, soll man es explain lesen. Ich gebe nicht genügend Zeit, das Ganze zu lesen. Es ist 936. Man kann es dann finden oder einfach nach XKCD Password Strength nachsuchen. So, aussprechende Seitenketten. Ich muss ein bisschen zuerst trinken, bis ich aussprechen kann. Die sind nutzbar fürs Telefonieren. Ja? So die Leute, wenn du eine Firma anrufst und wegen irgendwelches Problem mit deinem Konto, die Leute dort wurden nicht sehr gut bezahlt, die wurden oft nicht sehr gut behandelt. So sei nett. Ja? Gib die Worte, gib die Passwörter, benutze Passwörter, die verstehen können oder die aussprechen können, falls es dann Sicherheitsfragen ist. Ja? So, aussprechende Zeichenketten sind nutzbar auf Telefon oder bei Nextcloud, wenn man das Gespräch machen will. Vorsicht auf gleich aussehende Zeichen, 1 und L, 0 und O. Und kann es helfen, um Sprachhinweise zu bekommen. So, diese Werk, Bjöf, Ov, Edge, Mür. Das ist nicht ganz wirklich Worte. Oder vielleicht einfach Wortsalat benutzen. Das ist eigentlich, was ich heutzutage mehr benutze. Aber Sprachhinweise kann man bei KeePass XNet bekommen, aber bei APG, Automatic Password Generators, also Command Line, CLI, da kann man Sprachhinweise bei Passworterstellung bekommen. So, wie kannst du beweisen, dass du bist? Ja? So, Authentifikation stellt sicher, dass du bist, ja? Und was können wir dazu benutzen? Es gibt drei Arten von Bescheinigungsinfos. So, was weißt du? So, Username, Passwörter, PIN, sowas. Was hast du? So, hast du einen Ausweis oder Handy oder Token, sowas? Und was bist du? Fingerabdrücke, DNA, Gesichtserkennen. Guck mal bei reclaimyourface.eu. So, es gibt eine vierte Art Token, so Browser Keks oder Handy Device ID. Das ist so ein Art Handy Keks. Das hier, ich weiß nicht, ob man es in Europa machen darf, durch den GDPR hoffentlich nicht, aber hier macht es dann Verizon und AT&T, ich glaube auch T-Mobile jetzt, oder ist das, wie die heißen hier? Ja. Das heißt, bei jeder Websucher oder Webverbindung machen die noch ein extra Keks drauf auf der Netzwerkebene. Und das heißt, wir können es nicht sehen, wir können es nicht ändern, wir können es nicht halten, es ist einfach da. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich dann die Webseite anschaue, können die sehen, welches Handy es war.
Und die können dann wahrscheinlich auch für die Firmen, die Keks und alles auch viele Websites haben, können die dann das von verschiedenen Seiten zusammensammeln. So, für Username, so Benutzername, für möglichst zufällige Zeichenketten benutzen. So, zum Beispiel bei einer Bank oder beim Einkaufen oder bei der Sturm oder was weiß ich. Einfach was Blödsinnes machen. Die brauchen bei der Benutzername nicht deine wahre Name zu haben. So, bei der Bank musst du wahrscheinlich doch deinen Ausweis zeigen und deine Regierung bekannten Namen geben. Ja, die müssen wissen, wer du bist. Und das haben dann manche Leute in diesem Land in den letzten 4 Jahren endlich gelernt. Vielleicht, hoffentlich. Bei der Benutzername, um es einzuloggen, ist es egal. So, benutze was, das nicht erkennbar ist. Ja? Zufällige Zeichenketten sind für Social Network aber nicht sehr geeignet. So, wenn man mich als auf Mastodon sucht, dann wer würde wissen, dass das ist Hans ist, ja? Ich will was haben, das andere Leute kennen. Ich benutze Flox Advocate auf Mastodon und ich sage andere Leute, dass ich Flox Advocate benutze. Daher habe ich das als Benutzernamen dort. Ja? Und auch bei PixelFed und anderen so Fediverse-Kontos. Bei E-Mail-Anschrift kann man Subaddressing benutzen. Und das ist, ich zeige es bei Gmail, weil die waren einer von den ersten großen Firmen, die das machen. Wenn man dann Username bei gmail.com hat, kann man Username plus und dann irgendwas nach dem Plus benutzen. Und alles von dem Plus bis zur Klammeraffe wird ignoriert bei Delivery. Ja? So, es kommt, was vor dem Plus kommt, wird als Benutzername benutzt. Und dann nach der Klammeraffe kommt dann das gmail.com. Aber das kann man bei anderen Anbietern und wenn man seine eigene Web oder E-Mail macht, SMTP, kann man das auch benutzen. Man kann was anderes als Plus benutzen und das würde ich eigentlich empfehlen, weil es gibt viele Websites, die nicht verstehen, dass Plus normal ist. So, es ist schwierig. Wieder beschränkte Nützlichkeit bei Social Media. Aber wenn man verschiedene Kontos benutzen kann oder verschiedene E-Mail-Anschriften, soll ich sagen, wäre es dann schön, so ein Subaddress benutzen zu können, um die Benachrichtigungen zu bekommen. Es wäre einfacher für Filtern. So, wie kann man die Subaddressing verwenden? Ich empfehle so zufällige Zeichenkette, so eine kurze nach der Nutzername und dann irgendwas, um dir zu sagen, welche Konto es ist, ja. Weil wenn es nur Blödsinn ist, dann weißt du auch nicht, wer das gemacht hat, ja. So, das ist einfach. Sonst muss man es dann unterschreiben, ja, eine Datenbank machen, um alle Konten zu sehen, alle E-Mail-Anschriften zu sehen. So, ich benutze Nutzername plus irgendwas Blödsinniges, ein Strich und dann irgendwas, das ich dann erkennen würde und dann Klammer auf und Domain nehmen, ja. Und das hilft eigentlich beim Filtern, denn ich kann Strich Name benutzen, um zu filtern. Und zum Beispiel, es ist nicht E-Mail schuld, aber es gibt viele Leute, die versuchen, die Joe-Jobs bei eBay zu machen. Ich habe zum Beispiel viel eBay-E-Mail bei meiner Linux-Liste und ich habe kein eBay-Konto bei meiner Linux-Liste gemacht. Das ist keine wahre eBay-E-Mail. Und dann kann ich sehen, wenn es nicht auf meine eBay-E-Mail kommt, das ist dann Spam. Und ich kann das ausfiltern. Und ich kriege das bei meiner Mailingliste nicht mehr. Oder weiß ich nicht, ja? Weil ich habe einen Filter geschrieben und es kommt vielleicht so ein 100 täglich. Und ich sehe es einfach nicht. Und dann bei Keks. Die dritte Partei Keks verfolgen uns auf mehrere Domänen. Als die zuerst Keks gemacht haben, habe ich gesagt,
das geht schief. Und meine Freunde haben alle gesagt, ja, das können die nicht machen. Aber das ist das jetzt. Ich habe kein Facebook-Konto, aber Facebook hat wahrscheinlich viele Informationen um mich wegen Keks und Cookie und sowas. Außer, dass ich U-Magic verwende. Aber immerhin, die sammeln viele Informationen um Leute, auch Leute, die kein Facebook-Konto haben. So, wenn man es sehen will, kann man Lightbeam verwenden. Es wurde zuerst von Mozilla entwickelt. Die haben es dann ausgeschaltet, aber das hat ihn eine Praktikantin aus Berlin weitergemacht. So, es ist Lightbeam 3.0. Hat sie, das ist immer noch, letztlich geschaut habe in der Add-ons. Und das kann man sehen, welche Verbindungen ein Webseite machen will. Und wenn man U-Matrix verwendet oder vielleicht schon U-Block Origin für den gleichen Entwickler, kann man das anschalten und sehen, welches sie es machen und dann ausschalten und dann wieder laden und sehen wirklich, wie viele Verbindungen die haben. So, bei Sicherheitsfragen und Antworten, die man benutzen kann, um so Zugriff auf deinem Konto zu bekommen. Das Wichtigste dabei ist, lüge einfach. Die brauchen nicht zu wissen, wer ist denn der Nachbar von deiner Oma, der vor 20 Jahren irgendwo umgezogen ist und dessen Hund. Ja, das brauchen die nicht zu wissen. Die wollen dann irgendwas haben, das nur du kennst. So, das Einfache ist so irgendwas, das wahre Information, aber das braucht man nicht. Das braucht irgendwas, eine Frage zu sein und eine Antwort, die nur du kennst. So, Lüger, ich will aber eine kurze Erinnerung dran. Ich bin kein Rechtsanwalt und ich bin dein Rechtsanwalt nicht. So, falls es irgendwas hier, das ich sage, das nicht erlaubt ist, bitte achte drauf. Aber in den USA kann ich schon für Sicherheitsfragen und Antworten lügen und zum Teil auch bei Geburtsdaten. Wir kommen später dazu. Aber in der EU bin ich mir nicht ganz so sicher. So, Sicherheitsfragen und Antworten. So, zufällige Antworten, wenn man kann. Wie mein Wortsalat wäre das Beste. Heutzutage kann man es einfach lesen. Und auch, wenn man kann, als Fragen. So, wenn es dir erlaubt ist, dann die eine eigene Frage zu stellen, stelle die. Aber ja, lila Esel auf Klamotten. Okay, das ist auch eine Frage. Ich weiß, ich glaube. So, Multifaktor und Authentifizierung. Warte mal, ich habe dann irgendwas hier. Ich empfehle Time-Based Tokens. Das ist das, was man als Google Authenticator und die anderen Sachen bei F-Droid verwenden kann. Es gibt diese HOTP, das MagnetNet und die andere Comic dazu. So, aber Time-Based Tokens ist das, was ich empfehle. Und es ist für mich wichtig, weil es ist zeitbasiert. Ich brauche keine Internetverbindung zu haben. Die brauchen meine Telefonnummer nicht. Die glauben, die brauchen das, aber die brauchen das nicht. Und ich kann dann auch ein Handy oder Tablet als Token benutzen durch Software. Das ist meine Empfehlung. Und das ist für mich hier in Arizona. Wir haben viele Orte in den USA und unbedingt in Arizona, wo wir wirklich keine Verbindung haben. Ich kann stundenlang ohne Internetverbindung, auch mit der Handy, fahren. Und das habe ich mehrmals und da brauche ich zeitbasiert. So, wenn ich dann das auf dem Schlepptag einloggen will, oder es mag sein, dass ich dann Wi-Fi oder irgendwas für das Laptop habe, so dass ich dann dort die Webseite sehen kann, aber dann keine Verbindung für mein Handy habe. So, HOTP, ich vertraue es nicht. Mit jeder Ziffer kann es nur einmal benutzt werden und die kommen irgendwann auseinander. MFA, bei SMS, die brauchen dann deine Handynummer. Wenn es dein Handy verloren wird, dann hat dann auch man Zugriff verloren. Und SMS ist nicht sicher. So es gibt Man in the Middle. Das ist einfach. Es ist schwer, aber möglich. Und möglicher, wie wir das glauben. Ja?
Message. Das ist Schiebenachrichtungen. Das ist, die brauchen nicht unbedingt eine Handynummer zu haben, aber dann hat man einen Dienst auf dem Handy. So, das will ich auch nicht. Anrufe, das sind genauso schlimm wie in mein SMS. Und die haben dann Handynummer. So. E-Mail, das ist gleich wie SMS, die haben das, aber lieber Spam als Verkaufsanrufer. In der letzten Zeit habe ich eigentlich E-Mail oft verwendet. Es gibt viele Sites, die das jetzt verwenden. Es ist nicht so schlimm. Ich muss normalerweise ein paar Minuten warten, weil ich dann Postgres benutze. Und jeder muss dann 5 Minuten warten, um mir das E-Mail zu schreiben. Körperteile. Das Ding ist, es ist schwer, die zu verwenden, zu ändern. Bis wir Cyborger werden, das ist machen wir bei Blender-Filmen und anderen Filmen, aber das machen wir nicht so einfach. Hier, ich bin nicht sehr weit von der Mexiko-Grenze und da kann man sich operieren lassen, neue Fingerabdrücke zu bekommen, aber die sind teuer, die sind unsicher, das würde ich nicht machen. So, lieber, ich soll dann die Firmen meine Fingerabdrücke nicht geben. Ja? Und auch viele Augen und was weiß ich. Geburtsdatum. So, wenn man kann lügen, die brauchen das nicht. Bei der Bank wieder muss man das wahrscheinlich die Wahrheit geben. Aber bei einer Firma, es gibt hier Firmen, die verschenken Geburtstags irgendwas. Die brauchen nicht meine Wahrheit, Geburtstag zu haben. Als ich jünger war, habe ich dann jeden Monat einen Geburtstag ermessen bekommen können. 31. Februar nützt nicht mehr. Bis vor etwa 10 Jahren konnte man das benutzen. Das war echt schön. Aber hier ist ein One-Liner, um ein zufälliges Datum zwischen 54 und 99 zu bekommen. Dass man so 21 ist, das hier bei uns wichtig ist. Und man kann einfach zufällige Geburtsdatum haben. So bei manchen Firmen bin ich so 80 oder irgendwas. Ja. Bei Pins kann man manchmal, heute zu viel, öfter, immer öfter hoffentlich, ja, kann man bis 6-stellige Zahlencodes benutzen. Und dann bei Backups. So, wenn ich meine eigene Datei benutze, dann muss ich dann Backups machen. Es ist nicht auf der Cloud, die haben die Backups nicht, ich muss Backups machen. Aber auch wenn es auf der Cloud ist, muss ich dann Backups machen, denn falls es irgendwas schief mit der Cloud geht. Das habe ich eigentlich vorgestern habe ich dann Zugriff auf mein Nextcloud-Konto Instance verloren, weil wegen einem Papierkram-Problem. Wir haben es gelöst, aber für ein paar Stunden konnte ich dann nicht auf meiner Nextcloud-Passwort-Manager kommen, falls ich es gebraucht hätte. So, regelmäßige Backups, Offsite-Backups, so nicht nur zu Hause. Und dann das andere ist bei Backups, wenn man es wirklich löschen will, so es wird geändert und man hat ein neues Passwort oder was, Clouds are forever. So Datenwolkenanbieter löschen die Datei nicht, wenn man das geändert hat. Bei Dropbox, ich habe dann mit einer gesprochen, der meinte, man kann bis 2 Wochen selber die Datei wieder bekommen. Und die bei Dropbox können es vielleicht bis ein paar Monate noch bekommen. So, das heißt, wenn irgendjemandem dein Passwortmanager Passwort gesehen hat und du wechselst auf Dropbox oder andere Dienstanbieter, ist es vielleicht doch die alte Version noch zu bekommen. Und nicht vergessen, eindeutige Bescheinigungsinformationen für jeden Dienstanbieter zu benutzen. Und wenn es alles dir zu viel war, das alles, was ich heute gesagt habe, keine Sorgen machen. Die ganze Vortrag von A bis Z habe ich selber erfunden. So lausige Vorträge wie ich gibt es eigentlich nicht. War in der ganzen Sache ist nur die Feuerzangen wurde. Okay. Hoffentlich lag wenigstens einer. Also, Mixer finden. Da kann mich am einfachsten in Fediverse oder IRC. Bei Fediverse bin ich Flox Advocate. IRC bin ich Lufthansa. Ah, das habe ich nicht vergessen. Nicht Fino, das andere.
wie heißt das neue? Aber ich bin auf der neuen, nicht auf Freenode. Ich bin auch geflogen und dann geworfen. Glossary kann man es selber lesen. Ich habe ein paar Quellen hier. Ich habe mal so diesen Vortrag auch als Linux Journal Artikel geschrieben, das ist auf Englisch. Man kann es dort lesen. Das ist einfacher, weil auf meinem Footer ist es schwer so zu erkennen. Aber das ist meine Webseite, lufthorns.com, talks. Die Slides sind da, aber noch nicht angeschaltet. So, das muss ich nachher machen. Hier ist ein Link auf der Matt Honen Wired Article, das man selber lesen kann. Auch Informationen um Subaddressing, das Password Strength Explained habe ich da erwähnt. Und dann Nextcloud hat Video Verification. Ich habe es gesagt, aber dann nichts erklärt. So mit dem Video Verification, man kann dann einen Anruf wie Jitsi machen, aber es ist Nextcloud Talk, um zu sehen, dass mit dem, wem du sprichst, bevor du dann die Informationen gibst. So, das ist eine andere Art von Authentifizierung. Wo man dann Software bekommen kann, Firefox Add-ons und dann, Ich habe vergessen, dass ich den Chat nicht sehen kann. Ah ja. Und das XKCD habe ich erwähnt. Und gibt es dann welche Fragen? Nee? Okay, ich sehe nichts. Okay, dann habe ich dann ein paar extra Sachen. So, ich verwende nicht nur ein KeePass-XC-Datei, ich verwende verschiedene. So, einer für die Arbeit, ja, einer für mich selbst, einer für meine Handy und auch vielleicht einer für meine Konferenzen und sowas. Aber ich habe dann auch eine als Data Escrow. Und das heißt, ich habe dann wichtige Dateien für meine Familie in einer Datei, dass meine Frau und mein Kind Zugriff drauf haben. Und da gibt es dann das Bankkontoinformation, Lebensversicherung, alles, was die brauchen würden, falls ich nicht mehr da bin. Ja, und jetzt während der Pandemie, leider ist das für viele Leute wahr geworden. Okay, Fragen später. So, da kann man dann alle Informationen für die Familie haben. Man kann auch Konto oder Dateien einschreiben. So, du, zum Beispiel, ich habe ein Auto gekauft. Ich habe dann das Vortrag als PDF bekommen und dann habe ich das in meinem Data Escrow eingetragen. Und da haben die verschlüsselt alle wichtigen Informationen in einer Platz. Also, das soll sein. Ich habe das nicht alles drin, aber ich versuche das immer besser zu machen. So, und nicht in einem normalen Passwortmanager, sondern in einer neuen Datei. So, ein paar Tipps. Verwende Links und E-Mails nicht, um einzuloggen. Passworte habe ich dann schon mehr gesprochen. Die zwei, die haben so viele Sicherheitsprobleme. Bitte verwende die nicht. Und dann, wenn man weiter Hilfe suchen will, es gibt wunderbare Konferenzen wie Talkstage. Da kann man andere Leute suchen und ein bisschen Informationen bekommen. Auch bei lokalen Gruppen und dann Randall Monroe bei XKCD hat uns einen ganz heißen Tipp Tech Support Fastlane beschrieben. Und das war's dann.